FIT gibt es heuer das 11. Jahr. Das Mädchenzentrum ist damals beauftragt worden, weil wir einen Schwerpunkt haben, Mädchen in Naturwissenschaft und Technik oder Mädchen in nicht traditionelle Berufe. Und da sind wir vom Unterrichtsministerium beauftragt worden, ein Projekt durchzuführen, und wir erreichen eigentlich relativ viele Mädchen. Und da geht es einfach auch darum, die Mädchen zu motivieren, aber auch zu informieren. Deshalb ist es die Idee, dass wir hier jetzt nicht großartig Werbung machen für uns, sondern ihnen einfach zeigen, was so passiert, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Informatik hat heutzutage weniger mit Computern als vielmehr mit den Menschen zu tun. Ja, ich habe es sehr interessant gefunden, also einen Einblick zu haben. Ja. Und kannst du dir vorstellen, auch als Studentin in so einem Hörsaal zu sitzen? Jawohl, schon, jetzt eher. Also ich bin einfach gekommen, mir das Ganze mal anzuschauen, Informationen einzuholen, was für Richtungen es in dem Studium gibt, was man weitermachen könnte. Heuer haben wir das 11. Mal FIT. FIT Frauen in die Technik. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir vom Mädchenzentrum, das Mädchenzentrum ist beauftragt vom Unterrichtsministerium, an der Universität und an der Fachhochschule diese Informationsveranstaltungen anzukündigen und sie an den Schulen zu informieren. Und ich finde, bis jetzt, also das, was ich in den ganzen 11 Jahren erlebt habe, das waren immer ganz, ganz tolle Veranstaltungen jetzt an der Universität. Sie haben sehr viel Information bekommen und werden auch heute sehr viele Informationen bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man so in der Berufsorientierungsphase ist, dass man sich einfach noch mal schlau macht. Was ist denn da, und das, was vom Herrn Professor Hietz auch angesprochen worden ist, man kann sich sehr häufig gerade im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Computerspiele ist immer ein gutes Argument. Tatsächlich ist es so, wenn Sie das ein bisschen verfolgen, dass im Moment die 3D-Darstellung wieder total pumpt. Und was dazu? Ja, ich weiß nochmal da jetzt den Schlüssel. Nein, ist ja wohl, steckt nicht so logisch. Okay. Ja? Julia. Das ist die Information, dass das ein Geocache ist. Bei dem Projekt geht es um diese Quadrocopter, also Mikrodrohnen, werden alleine oder im Verbund von mehreren eingesetzt, um ihren Einsatzkräften zu helfen. Ja, es war sehr informativ, dass man einfach mal weiß, wie das in der Uni so funktioniert, dass man Ahnung hat, was halt bei einer Vorlesung so passiert, wie das überhaupt ausschauen kann, weil das kann man sich so überhaupt nicht vorstellen. Ich finde, es war sehr informativ, und es ist toll, dass man so Möglichkeiten auch für Frauen und so allein so präsentiert kriegt. Und das zum Schluss, dieser Workshop, der war das Beste, finde ich. Am Anfang habe ich erst gedacht, technisch ist nicht so mein Fall, aber jetzt dann könnte ich mir eigentlich schon vorstellen. Ja, ich glaube, es sind sehr interessierte und engagierte Mädchen da, die wirklich ein Interesse für technisch-naturwissenschaftliche Studienrichtungen haben. Und das ist jetzt von unserer Seite für das Projekt da besonders wichtig. Und den Eindruck habe ich ja. Ich glaube auch, dass der Kontakt zwischen den Vortragenden und den Mädchen sehr, sehr gut gelungen ist, dass die Vortragenden auch sehr verständlich und sehr attraktiv ihre Themen vorgebracht haben, und dass die Mädchen sehr gut mitgegangen sind auch. Also die haben sehr viel geantwortet und sind sehr viel Response gekommen. Es gibt viele Informationen, aber trotzdem, FIT ist doch relativ als Marke schon bekannt. Und wie sehen Sie das selbst, Frauen und Technik? Passt das überhaupt zusammen? Ja, natürlich.